Schumacher, ich bin Leiter der Feuerwehr in Hochheim. Wir wurden um 16.55 Uhr alarmiert zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Gemeldet war ein überschlagenes Fahrzeug. Als wir vor Ort hier ankamen, war auch parallel direkt die Feuerwehr Wiesbaden da. Wir haben dann mit der Feuerwehr Wiesbaden zusammen die verletzten Personen, die alle schon aus dem Fahrzeug draußen waren, von Ersthelfern betreut wurden, versorgt, bis genügend Rettungsmittel da waren. Hat einen Augenblick gedauert, da es 5 Verletzte waren, bis alle im Rettungsmittel verteilt waren. Es war einer in der Kategorie Rot. Dadurch, dass sich das Fahrzeug überschlagen hat, ist da immer ein bisschen Problem mit Halswirbeltrauma und 4-mal in Gelb. Die sind in Kliniken rundherum verteilt worden, Rüsselsheim, Wiesbaden und Bad Soden. Es wird jetzt von der Polizei noch die Unfallaufnahme gemacht und von der Feuerwehr noch Beseitigung von Betriebsmitteln, die ausgelaufen sind. Und ansonsten wird dann in Kürze, denke ich, die Fahrbahn wieder freigegeben. Hast du Brefmühl 2 drin als Kanal? Ja. Dann nimm den mal mit und wach nachher, wie lange das noch dauert. Und dann ja.